Frauengemeinschaft Derendingen feiert dieses Jahr ihr 80-jähriges Jubiläum. Ursprünglich ist der Verein als katholischer Mütterverein Derendingen gegründet worden. Heute ist der Verein konfessionell und politisch neutral und zählt rund 220 Mitglieder. Die Frauengemeinschaft Derendingen ist bekannt für ihre vielseitigen Anlässe, die das ganze Jahr über organisiert werden. Wir bedeuten die Frauengemeinschaft, so dass wir einfach wirklich viele Frauen ansprechen wollen, hier im Dorf und in der Umgebung. Also wir haben über 220 Mitglieder und wir sprechen so die Frauen an von 30 bis 95. Wir sind hier ein cooler Verein, der sehr aktiv ist und viel bietet. Und wir schauen auch, dass wir möglichst vielen Frauen etwas bieten können. Wir haben ein abwechslungsreiches und ein aktives Programm, dass wir eigentlich für alle etwas bei uns haben. Über das ganze Jahr verteilt hat die Frauengemeinschaft Derendingen immer wieder Anlässe, die sie organisieren. Von Vorträgen, Exkursionen, Kursen, Reisen und Weiterbildungen wird ein gesellwiges Unterhaltungsprogramm angeboten. Und wir haben ja auch gattige Anlässe. Also das kommt von sportlichen Sachen über Besinnungssachen bis zu handwerklichen Sachen. Was man einfach so machen könnte, nach Lust und Laune. Wir machen abends im Juni eine Programmsitzung. Und dort bringt einfach jedes Idee mit, irgendwelche Ideen, was man Lust hat, von Reisen oder von... Manchmal sind es auch Vorträge oder Sachen, die einem einfach interessieren. Und dann können wir das Zeug alles auflisten und die Punkte verteilen, was interessiert am meisten von uns im Vorstand. Und haben dann die Hoffnung, dass das nachher die Leute im Verein auch so werden würden und die dann die Sachen ins Programm nehmen. Was bei uns auch immer noch ein ganz grosses Highlight ist, wo der Vorstand auch immer noch sehr viel Energie reingibt, ist unsere GV. Da haben wir wirklich wie eine Obenunterhaltung, die wir machen. Bei einer normalen GV ist mehr so ein geschäftliches Teil und dann hat es sich dann. Also wir machen eben halt selber eine Produktion, machen, wo der Vorstand auftritt. Dann gibt es ein schönes Nachtessen. Und dann kommt natürlich noch der geschäftliche Teil, der muss sein, oder? Und nachher haben wir aber dann wirklich auch noch immer jemanden, den wir engagieren. Sei es jetzt ein Frauenchor oder sonst irgendjemand, der nachher einen Unterhaltungsteil macht. Und das ist wirklich eigentlich auch ein Highlight vom ganzen Jahr, wo dann wirklich über 100 Frauen meistens kommen an den Anlass. Während dem ganzen Jahr wird ein facettenreiches Programm von Anlässen für Frauengemeinschaft zusammengestellt und organisiert. Die Anlässe sind jeweils so ausgerichtet, dass verschiedene Interessen und Stärken von den Vereinsmitgliedern abgedeckt sind. Wir haben beim Papierschöpfen dürfen dabei sein. Papierschöpfen ist jetzt halt etwas, so vor allem für die kreativen Frauen, die gerne in lockeren Rahmen und nicht an einem Kurs, wo man einfach so eingedrängt ist in etwas, sondern es ist schon ein gemeinsames Arbeiten. Und da denke ich, ist wieder das Besondere, in einem Garten zu sein, einfach hin und her und austauschen und dazu noch etwas können schaffen, wo man sonst nicht kaufen kann. Das ist etwas ganz selber gemacht. Und es ist eigentlich total aus Recycling. Es ist alles aus Material, das man all Tag braucht, Eierkarton, Gemüsekarton, Papier, Schnitzel von Zeitungen und Telefonbücher, wie wir gesehen haben. Und das ist schon das Spezielle und vor allem, dass wir es heute bei diesem schönen Wetter ausmachen können. Das ist jedem individuell gegeben, was er damit machen will. Uns ist schon mit konkreten Vorstellungen gekommen. Ich will zum Beispiel Papier machen, das ich für Gutscheine brauchen kann, für Geldgutscheine. Darum haben wir jetzt auch die geschredderten 20er-Noten verarbeitet. Und für die anderen habe ich auch noch Beispiele, was man alles daraus machen könnte. Die können dann selber sagen, was sie wollen. Und wenn sie Fragen haben, müssen sie halt wieder anrücken und schauen, was man daraus machen könnte. Ich habe einfach mega Freude, in dieser Gemeinschaft zu sein, weil es hat sehr viele aufgestellte Frauen. Man kann anbieten, dem Anlass, was man will. Es hat immer tolle Leute dabei. Jüngere, ältere, die einen Angebote sprechen mit den Älteren oder mit den jüngeren Leuten an. Und in der Regel haben die Frauen immer Freude und sind dabei. Und man hat noch unzählige schöne Erinnerungen.
Und ja, das gibt einem wieder Energie, für weiterzumachen. Die Frauengemeinschaft dieser Dinge ist einfach auch mal eine gute Bande. Wenn wir unterwegs sind, zusammen etwas machen, zusammen, dann haben wir es immer lustig. Es sind aufgestellte Frauen, die kommen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, ich kann mich so richtig kreativ ausleben. Und die Leute haben auch Freude, ja, wenn sie irgendwelche Sachen sehen oder können machen. Oder, ja. Ja, also für mich ist es eigentlich so fast eine Oase unter Frauen. Weil es hat viele Gleichgesinnte. Es hat in jedem Alter. Also ich glaube, die Älteste ist, ich sage jetzt, über 90. Die Jüngste ist vielleicht so ab 25, also 30 wird das etwas sein. Aber das Schöne ist eben das Gemisch vom Austausch her. Also da kann man über Gott und die Welt, über den Garten, über, ganz speziell auch über die Familie, ob das Grosskinder sind, ob das die eigenen Kinder sind, ob es Probleme sind in der Schule. Aber wenn man zusammen ist, hat man einfach so einen Kitt und man spürt, ja, die anderen haben das genau gleich wie ich, die haben die Probleme auch. Ein weiterer Anlass, der die Vereinsmitglieder jedes Jahr begeistert, ist das gemeinsame Einstimmen auf den Advent. Mit ganz vielen Kerzen, einem Blockflötenkonzert und einer vorgelesenen Geschichte wird auf die besinnliche Zeit eingestimmt. Der heutige Anlass ist immer ganz wunderschön, ebenso in die hektische Zeit der Adventszeit. Es hat mir sehr gut gefallen. Beeindruckend. Der heutige Anlass der Frauengemeinschaft war wunderschön. Vor allem bin ich glücklich, dass es so viele Frauen gegeben hat, die wir nie gedacht haben. Und dass sie alle doch noch darauf gekommen sind, gemeinsam etwas trinken und essen. Der heutige Anlass bedeutet mir, dass man einfach wirklich ein bisschen zur Ruhe kommt in der Adventszeit. Es ist meistens immer so eine hektische Zeit, dass wir Frauen hier so ein bisschen runterfahren können. Der Zusammenhalt und der Austausch untereinander an den jeweiligen Anlässen sowie auch an den Ausflügen ist für die meisten Mitglieder ein Höhepunkt und bereichert das Vereinsleben. Highlight, das ist, ich mache auch monatlich mit den älteren Frauen jassen und spielen und einfach einen schönen Nachmittag machen mit ihnen. Ja, dass wir einen guten Zusammenhalt haben. Dass wir miteinander etwas erleben können. Es sind einige Frauen, die ganz tolle Sachen organisieren. Und wenn es interessant ist, dann mache ich auf jeden Fall mit. Ja, im Großen und Ganzen ist das jedes Mal ein Highlight, wenn man sich wieder sieht und Sympathie spürt. Das Sozialleben in der Frauengemeinschaft ist so, dass wir eben wirklich die Gemeinschaft geniessen, zusammen etwas unternehmen können. Man kann bei uns auch neue Leute lernen kennen. Der Zusammenhalt der Frauengemeinschaft ist sehr ganz intensiv, als jedes füreinander da ist. Zusammengehörigkeit. Man kann sich aufeinander verlassen. Und wenn man Hilfe braucht, ist jemand da. Es ist also wirklich eine super Sache, muss ich sagen. Und ich hoffe, wir können noch viele solche Anlässe durchführen. Also wir die Leute haben vor allem. Das ist ja ein kleines Problem. Die Leute hast du schon, aber du musst ja auch jemanden haben, der hilft und macht und das organisieren. Und ich muss sagen, das klappt immer wunderbar. Also von dem her ist es ein super Ding, muss ich sagen. Ja. Ich wünsche der Frauengemeinschaft diese Dinge, dass sie weiterhin so viel Erfolg haben und auch immer wieder viele Mitglieder das Neue gibt. Was ja bei uns im Moment wirklich so ist, dass immer stetig neue Mitglieder dazukommen. Also unsere Zahl ist steigend. Von dem her wünsche ich ihnen das, dass sie auch wirklich immer so viele gute Ideen haben und was die Mitglieder anspricht und die Mitglieder nachher auch mitmachen, dass wir auch junge Frauen ansprechen können und dass weiterhin der Verein besteht. Ich wünsche der Frauengemeinschaft für die Zukunft, dass sie weiterhin so gut zusammenarbeiten können, auch im Vorstand klappt es wunderbar und auch, dass sie noch ein bisschen mehr Leute dazu bekommen. Wobei sie jetzt schon viele, ich weiß zwar nicht mehr genau wie viel, aber dass sie gern wieder ein bisschen mehr noch dazu bekommen. Und dass sie weiterhin so ein Programm zusammenstellen können, wie sie bis jetzt haben können.
Zukunft wünsche ich dem Frauenverein, dass sie weiterhin so viel Erfolg haben, wie wir es bis jetzt haben. Ich wünsche für die Zukunft der Frauengemeinschaft, dass es auch Nachwuchs gibt, dass sich die jungen Frauen auch engagieren. Und ja, im Grunde bewundere ich auch die Vorstandsfrauen, wie viel mit Herzblut, wie sie sich einsetzen für die Frauengemeinschaft. Alles Gute und was weiter so läuft wie bis jetzt, die Jahre. Und was viele Frauen in den Frauenverein kommen.